titillation spread through my mind. Pathways twisting and turning. The place did not look the same as I remembered, as if death itself had visited. Billowing wisps of damp air filled my lungs as I took in the familiar yet haunting atmosphere. I thought to myself that this may look and feel like fragments of the Westmark estate, but it is not. The scriptures need to be read by Theodore alone. Our Lord is waiting for you. Do not disappoint him. Forgive me. Hallo und herzlich willkommen zum Volume Games Indie Dienstag an diesem sonnigen Dienstag im Juni. Ja, wir haben heute für euch wieder was Besonderes. Westmark Manor von Nordbrim Interactive, einem kleinen Studio aus Schweden, das sich einen H.P. Lovecraft inspirierten Titel überlegt hat, wo wir gemeinsam jetzt in einer Schloss Männer rumlaufen. Log entry 238. Sehen wir schon einmal kurz den Intro. I have devoted years of my life to the search for an ancient occult formula intended to reverse the flow of time. I am trying to decipher the writings of long forgotten scribes, and I believe I have made a significant find in one of the old alchemical notes we found on Vernum, an island off the coast of Norway. I have brought all the material I have gathered to my home in order to study it without any distractions. The books speak of a spiritual presence, a thing of darkness which stalks unhindered across all dimensions. It is said to be all-seeing and all-knowing. I can feel my mind losing its grasp on reality as I dig deeper and deeper into this madness. Reading aloud exacerbates the process, but also I sense a force taking hold of my mind. Yet it is by such thorough disquisition upon the contents of these books that I believe I have found a solution to my wife's affliction. And yet, now I begin to fear that it is far too late. Signed, Professor Theodore Westmark. Spooky. Ja, Westmark Manor. Wir haben gerade mitbekommen, dass uns der Professor wohl hier einen Brief geschrieben hat. Oder er selbst einen Brief schreibt. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, Westmark Manor ist erschienen am 18. Juni 2020. Ist jetzt also quasi schon ein Jahr alt. Gibt es nur für PC oder Linux respektive Mac. Und ein Grund mehr, uns heute quasi diesem Spiel zu widmen. Ich würde sagen, genug der vielen Worte. Viel Spaß bei Westmark Manor. Ich zücke auch schon mein Gamepad am PC, denn auch dieses hier wird supported, wie wir sehen. Und wir starten ein neues Spiel.
Wie gefällt dir die Erkundung? Mehr Siegel, Hindernis, weniger Siegel. Wir machen einfach mal Mitte. Was hältst du von Hindernissen? Schrecklich, weniger geistige Gesundheit. Mehr Vernunft. Ist freier Wille real oder nur eine Illusion? Weniger Ausdauer, weniger Metall. Ach, nur unser Kopf. Bist du eine leichtsinnige Person? Ja, nein, weiß nicht. Ja, nein, weiß ich, da hab Angst. Aber ich sage einfach mal ja. Ist Zeit wichtig, wenn man Spaß hat? Schnell ist toll, langsam ist besser, weiß nicht. Ach, wir nehmen einfach schnell ist toll. So, das Spiel erfordert Geduld und Aufmerksamkeit, bleib stets wachsam und achte darauf, was in deiner Umgebung geschieht, und so kannst du überleben und das Spiel beenden. Am besten, du spielst Westmann im dunklen Raum mit Kopfhörern für das beste Spielerlebnis. Dein Schicksal ist entschieden. Tja, so ganz dunkel ist es bei dem Wetter halt Gott nicht, aber wir tun unser Bestes für euch, Gruselatmosphäre aufzubauen. Let's go. Menü links, Menü rechts. Inventar. Ja, was erwartet uns bei Westmark Manor? Hoffentlich jetzt ein Stealth-Horror-Game mit interessanter Storyline. Habe ich nicht erwähnt vorher, aber ich glaube, es war vom Trailer so halbwegs ersichtlich. Dass wir jetzt da erkunden, Puzzle lösen und so weiter und so fort. Und immer fleißig hydrieren, weil es heißt. Die rote Tür. Was war das? Mein Kopf, wie bin ich hierher gekommen? Was für ein merkwürdiger Ort und so dunkel, ich brauche eine Lichtquelle. So. Ach, aha. Mein Notizbuch. Weit gehen musste ich nicht. Inventar mit Y, Notizbuch mit X, Karte mit Select. Sehr schön. Also, das ist dann die Karte. Da können wir theoretisch hin und her springen, wenn wir denn was hätten. Unser Inventar. Du benötigst 24 Siegel, um das Tor zu öffnen. Mhm. So, wir können mal vorsichtig rumlaufen. Können auch schon schneller laufen. Waking up in a place other than my bed was disconcerting. Also, wir sind wohl das Zero Westmark, somit ist Westmark auch geklärt. The noisome dark. It is no mere darkness I see before me. Gut, wir brauchen Lichtquellen und sonst was. Da ist ein Tisch. Oh, da haben wir gleich viel gefunden. Ein Streichholz, ein Siegelstück, eine Siegelplatte und ein Identifikationsset. Sehr schön. Geistige Gesundheit. Dieses Symbol für deine geistige Gesundheit. Links oben nehme ich an. Verlierst du dich in der Dunkelheit, musst du deinen letzten Speicherpunkt laden oder Geistespunkte abgeben, um dich im selben Zimmer wiederzubeleben. Du hast jetzt Geistespunkte, diese werden für Dinge verwendet, die Gesundheit verbrauchen, wie das Speichern an Protesten, gibt es Punkte mit Bedacht aus. Oh no! So, das hat aber schon wieder schon geschaut, dass man das kombinieren kann. Und schon haben wir ein okkultes Etwas. So. Dann. Dunkelheit ist nicht unser Freund. Ui, schaut da. Bad Boys. Boah, jetzt mit Streichholz auf gut Deutsch. Na, verschieben, verwerfen, ich wollte es eigentlich nutzen.
7 verwerfen. Ah, da ist eine Kerze. Huh! That was close. Aha, dafür ist mein Streichholz weg. Schade. Dafür kann ich mit dem Siegel jetzt Uhr machen. Lampenöl, na super. Ah, die Kiste kann ich wieder nicht aufmachen. Habe ich da irgendwann. Ach, Gott sei Dank haben wir zwei Ölflaschen in Reserve. Und einen Türgriff. Damit haben wir den Punkt auch untersucht und haben wohl alles in diesem Raum entdeckt. Wow, sind wir gut. Na, dann gehen wir mal weiter. Da ist diese gruselige rote Tür ohne Griff. Strange. Ups, da habe ich mich verdrückt. Nutzt doch den Türgriff. Ja, müssen wir nochmal interagieren. Upsi. So. That's Türgriff. Und weiter geht's. Also wir sehen schon, Kombinieren von Gegenständen, Licht und Raumerkundungen. Hello? Anyone there? Und Horses. Au, au, au. 24 irgendwas, wir brauchen 24 Siegel. Oh je, und die Zeit läuft auch noch. Das ist aber nicht fein. Billowing wisps of damp air filled my lungs as I took in the familiar yet haunting atmosphere. I thought to myself that this may look and feel like fragments of the Westmark estate, but it is not. Ich bin eingesperrt. Das Siegel an der Tür ist einer Schloss. Die Zahl an der Zeit, wie viel Siegel ich brauche. Mit genügend Siegel kann ich das Schloss sicher aufbrechen. Dann kann ich diesen verhexten Ort endlich entkommen. Du erhältst Siegel, indem du Rätsel im Haus löst. Die Anzahl deiner gesamten Siegel und wie viele du zum Entriegeln der Tür brauchst, ziehst du im Inventar. Sehr schön. Buchpodest. Hallo Buch. Möchtest du deinen Fortschritt speichern für einen Gesundheitspunkt? Nein, das ist noch zu früh. So, dann können wir Rätsel. Aha. Du bist eine Urne. Du bist eine Urne und du bist ein Rätsel. Ammoniak. Reinigungspulver und ein Lupenstück. Mhm. Ein Bücherschrank für mit Kräutern. Da unten gibt's auch noch was. No. Hey. Licht. Noch mehr Bücher. Ach, dafür haben wir einen Gesundheitspunkt gekriegt. Jetzt haben wir 7. Gut, und viel mehr können wir da ganz links können wir noch irgendwas sneaken. Oh. Blut? Hm. Nicht so fein. Dafür gibt es eine Taschenuhr. Interesting. Die Taschenuhr von Papa. Und eine große Uhr. 1.45 Uhr. Wenn das mal kein Hinweis ist. Mit fehlenden Zeigern. Na gut, dann müssen wir vielleicht die Uhr von Papa auch noch kombinieren. So, jetzt ist die Frage, schauen wir einfach nach, was da Blut ist. Natürlich, wir wollen es auch wissen. Grusel! So, wir sind in dem linken Bereich. Da gibt es gleich mal eine Urne. Mit einem... Du hast einen Holzgriff. You. Oh oh.
hat uns wohl nicht so lieb, wer auch immer du bist. Hallo ohne. Und irgendwie geht unsere Gesundheit runter. Wasserflanko. Die Gesundheit. Warum reduziert sich unsere Gesundheit einfach so? Tja. Ich glaube, dass wir einfach auf unserer Reise gerade einfach da ausgeben. Oder haben wir wieder Licht? Aber ich habe keine Streichhölzer. Sonnenstern. Jede Menge Schlüssel. Ups. Was haben wir da hübsches? Eine Ölflasche. Ja, Öl werden wir eh bald wieder brauchen. Eine Kiste. Mit noch mehr Wasserflanke hier. Und noch einmal Licht, wenn wir schnell ein Streichholz hätten. So, damit sind wir im Keller. Was gibt's da Hübsches? Einen Schatullenschlüssel. Ach, den haben wir doch Gott sei Dank. Zack. Dafür gibt's ein Dietrichstück. Noch ein Dietrichstück und ein Flakon. Du hältst 40% deiner geistigen Gesundheit wieder. Das würde sich jetzt wahrscheinlich anbieten. Jetzt sind wir über die Hälfte. Und das kann man kombinieren auch noch mit Wasser. Nein, können wir nicht. Nein, dann muss man verbrauchen. Pam, und wir haben uns wieder ein bisschen geheilt. Eine kleine Ölflasche. Beim Entzünden einer Laterne automatisch verbraucht. Was ist mit der großen Ölflasche? Okay. Nachfüllen tut er sich wohl sehr. So, damit sind wir da durch. Dann laufen wir da weiter. Oh, ich bin verflucht. Warum wurde ich verflucht? Hey, was soll das? Nicht Karte. Inventar. Jeder Speichern verbraucht plus ein Gesundheitspunkt. Das war aber nicht nett. Einfach mal so verfluchen. Obwohl wir gar nicht mal wussten warum. Jetzt nochmal Kiste. Und Leder. Da geht's nicht durch. Da geht's auch nicht durch. Und ihn besiegt unsere Gesundheit ziemlich schnell. Na gut, da kommen wir mal nicht durch. Warum auch immer. Nur eine Kiste, ich brauche eine Axt. Schade. Was haben wir da? Kiste, Kiste. Ammoniak und eine Tür. Aha. Da gibt es irgendwas mit einer Zahl. Noch eine Truhe. Schatullenschlüssel. Da haben wir leider keiner mehr gerade. Gut, damit haben wir unten gerade alles erkundet, was wir gerade erkunden können. Und dann laufen wir mal zurück. Ich habe so den Eindruck, wir kommen nach unten sonst nicht weiter. Dann laufen wir nach oben. Da geht es auch nicht weiter. Also laufen wir wieder in die Haupthalle. So, und wir sind wieder bei unserem Buchpodest. So, was haben wir da? Wir haben jetzt da irgendwelche Dietrich-Teile. Wir haben noch einen Uhrenschlüssel fürs Aufziehen einer Uhr. Wir haben irgendwas, was nicht identifiziert ist. Na dann, identifiziert doch mal das. Eine trübe Flasche mit unbekanntem Inhalt. Da wissen wir auch noch nicht, warum wir das
nutzen sollen. Ah, damit können wir Fluchbildung reduzieren und aktive Flüche brechen. Na dann. Passt. Den Fluch gebrochen. Haben wir gleich einmal Gegenstände genutzt. Dann haben wir da Kraut. Was bringt uns Kraut? Das kann man kombinieren. Mit wissen wir noch nicht was. Taschenuhr mit Zeigern, Holzgriff, Wasserflanko, Stein, der Licht enthaltet, Reliquienschlüssel, ein leeres Flankierung, das Flüssigkeit aufnehmen kann. Ach, das war das, wo ich mich vorher geheilt habe. Jede Menge Lampen, eine Platte und ein Stück Leder. Na gut. So, wir tun nochmal speichern, hätte ich gesagt. Auch wenn das jetzt einen Gesundheitspunkt kostet. Zack, damit mal gespeichert haben. Und last but not least, jetzt gehen wir mal nach rechts. Wenn wir es können. Aha, Sonnensymbol haben wir nichts. Da gibt es ein Schmuckkästchen. Mit einem Streichholz. Dann können wir schon wieder Licht machen. Na, sehr schön. Oh, und ein Flankon. Yeah, wieder Gesundheit. So, das kann wieder 40%, das lassen wir noch ein bisschen. Gut, bevor wir rauflaufen, schauen wir nochmal unten. So, da gibt's, was bist du? Eine kleine Ölflasche, eine Barrikade, haben wir nichts, dann gibt's da ein seltsames Gemälde. Eine Hexe, oh je, das hat schon wieder so ausgeschaut, dass es uns gruselt. Und schon wieder gruselt, weil irgendwas runterfliegt. So, machen wir mal Licht. Ein Streichholz weg. Wieder ein Identifikationsset, ein Alchemiegebäude, Gemälde. Stein der Philosophen. So, na gut. Gehen wir nach links. Ein Spiegel. This looks strange. Tja. Und wir werden schon wieder, kaum interagieren wir mit Sachen, gruselt es uns. Eine Tischuhr mit 9.20 Uhr. So, Uhr aufziehen. Aha, das hat uns jetzt Gesundheit gebracht. Wow. Und ich bin schon wieder verflucht. Na geil, Alter, jetzt habe ich die Haxen gerade gesehen und bin so ausgewichen. Relikte haben keinerlei Wirkung. Schade. Wieder Flanker. Na dann. Nicht mehr, dass ich das nicht mit dem kombinieren kann. Schade eigentlich. Hm. Gut, dann verbrauchen wir mal wieder. So. Dann nach hinten kann man nicht weiter. Aufbewahrungsschatulle. Ein Reliquienschlüssel haben wir gleich auch noch. Messingbahn. So, jetzt haben wir dann alle unsere Schlüssel aufgebracht. Da gibt es eine Tür, ein Gemälde, noch eine Tür und noch eine Tür, die unten ist mit einem Schloss versiegelt. Dann gehen wir nach links. Erkunden! What lies deep within us shall not be dragged out by the natural instinct of curiosity. I have had my fair share of problems, but sometimes... Aha. Gibt es jetzt ein Alchemielabor? Interesting. Tja, ich kann es nicht mitnehmen. Alchemie, Bergbau, Besitzung, Handwechsel. Das sollte ich mitnehmen. Artikel passt nicht ins Inventar. Tja, warum nicht? Unheimliches Buch. Rezept für Dietrichgriff wurde vom Herstellen freigeschalten. Und kann ich jetzt nutzen? Nein, weil das noch nicht ins Inventar passt. Ich weiß noch nicht. Warum nicht? Ein Mörser passt auch nicht ins Inventar. Eine Luke. Wir können dort nicht wirklich irgendwas interagieren, gerade warum auch immer.
Die Luke schaut auch mit einem Symbol drauf. Interesting. Aha. Kann man wohl eine Abkürzung freischalten von unten? Na gut, weiter geht's jetzt nicht. Boah, was ist? So, lichte Licht. Da haben wir wieder eine Tür und einen Bücherschrank. Nein, ich wollte den Bücherschrank nutzen. Dann also schauen wir halt. Da geht schon wieder Uhrwerk weiter. Gut, dann gehen wir da zurück. Ja, das Anwesen ist ziemlich groß. Oh. Barrikade. Nail. So, dann geht es da runter und rauf. Und links. Ja, boah, das ist so viele Wege. So viele Wege, so groß. So, dann schauen wir mal da nach links. Was haben wir denn da? Da haben wir noch eine Luke, wo wir wieder mal feststellen, wo wir sind. Du bist hier, gehe hier hin, aha. Ach, jetzt können wir da. Jetzt können wir die Abkürzungen nutzen. Jetzt. Pro freigeschaltener Luke wollte ich schon. Mhm. Das schaut nicht so vertrauenswürdig aus. Mhm, habe ich mir fast gedenkt. Was willst du von mir? Ein Händler. Na gut. Fluchimmunität. Tauschkosten 3. Die Frage, ob das ein einmaliges Tauschgeschäft ist. Skarabiers-Amulett. Ich tausche lieber nichts mit dir. So lieb habe ich dich noch nicht. So. Dann schauen wir da nach links. Oh, la, puh. Schmuckkästchen. Reliquienschlüssel. Ja, dann haben wir einen. Zack, und noch ein Messing. Also Messingbahn haben wir jetzt dann schon bald viele. This looks strange. Aha, also entweder negativ oder nix. Sehr schön, gibt's positiv auch? Wohl nicht. Buch. So, was gibt's da? Nicht identifiziert. So, eine Protokollseite. Nächster Bücherschrank, noch mehr Holzgriffe, jetzt habe ich schon viele Holzgriffe, wo wir noch nicht wissen, was wir mit denen tun. Und es geht weiter. The smell of cigar smoke and cognac soaked into the walls. Here is where the important discussions took place and decisions were made. How I used to wish to be a fly on these walls back then. So, wir sind in der großen Lounge. Gibt's einen Tisch? Was gibt's einen Tisch? You're better than this, son. You need to put in more effort. Whatever I do, it'll never be enough for you, father. Perhaps if you stopped fooling around with school assignments, you'd be prepared for what's to come. I'm only trying to help you reach the goal we have set ahead. But father, I'm already an angry student. Da hinten ist irgendein Skelett. Is that enough? Why do you pressure me to take on more than needed? When I am gone, the time will come for you to shoulder our family legacy. To face the struggle the Westmarks have fought for ages. I will not discuss this further right now, but trust me, it's for your own good. Mhm, also offensichtlich hat unser Vater auch schon mal was gewusst. So, dann haben wir da Protest, Ventoni Protest. Fortschritt speichern. Nein.
haben wieder einen weiteren Speicherpunkt gefunden. So, was können wir da noch looten? Einen Vitrinschrank. Ach, ein Schatulenschlüssel. Was bist du für ein creepy Skelett? Sprich nicht mit mir. Ich habe einen Gesundheitspunkt dafür gehalten. Das mache ich doch gern. Nicht mit dir sprechen, dafür einen Gesundheitspunkt kriegen. Aber man sieht schon, das Dynamik mit dem Gesundheitspunkt, es macht mich schon ein bisschen wurlaut, weil man denkt so, Alter, ich habe keine Gesundheit. Ein unheimliches Buch. Da, wir lesen mal alles. Jetzt können wir noch mehr herstellen, wenn wir den mal herstellen dürften. Also irgendwann einmal, Alchemieraum haben wir ja schon gefunden, nutzen durften wir es nicht. Das Wappen, nehme es ab, yes. So, wir haben ein Wappenstück. So, jetzt ist mein Inventar dann bald voll. wenn wir nicht bald irgendwie was mit Gegenständen machen können. Ich dachte mir eigentlich, wahrscheinlich kann man das da dann einsetzen. Strange. Zahl 6. Mhm. Haben wir wohl noch nicht den Schlüssel. Unser Wappen haben wir. Na gut, geht's da auch nicht weiter. Dann... Zeigt er das wenigstens da? Nein, da sagt er nur Rätsel. So, dann können wir eigentlich da unten vielleicht weitergehen. Hopp, Licht. Da ist die Tür. Die ist extrem gut versteckt, die Tür. Licht. Ein kleiner Lagerraum nur. Kisten, die wir wieder nicht kaputt machen können. Eieiei. Na gut. So, dann rauf into the right. Schauen wir auf unser Ölfront aus. Ah, viel Öl haben wir nicht mehr bald. So, ich will da aber eigentlich. Na, wir könnten darüber gehen, wir könnten mal Stufen rauf runter schauen. Schauen wir mal runter. Kommen wir dahin. Wieder in den nächsten Kellerkomplex. Im Keller waren wir ja schon mal, aber irgendwie... Ah, da drüben waren wir. Gut. So. Kiste. Mit Schatulenschlüssel. Ah, haben wir Gott sei Dank auch wieder einen. Ölflasche. Flankio. Antikes Relikt. Du verlierst ein Gesundheit, eine Ausdauer, wenn im Besitz. Wollen wir Ausdauer? Es bringt uns Ausdauer eigentlich gar nichts. Und ein Dietrichstück. Was bist du für eine spooky Lady? Mit einer Kiste, die wir mit einer Axt kaputt machen können. Noch eine Kiste. Noch ein Dietrichstück, Streichholz, Messingbahn. Schwefel. Dietrichstück mit X. Ah, ich glaube, ich check das langsam. Wahrscheinlich müssen wir... Mit diesem, die Zahl mit diesen Dietrich-Stücken bilden. Also, wenn 6 drauf steht, bräuchte ich eigentlich ein V und ein I vielleicht. Aber, gut, das nehmen wir jetzt trotzdem mit, weil vielleicht brauche ich es noch. Ein Schwefel lassen wir da. Aber noch können wir keinen Dietrich verwenden. Weil das sind wieder Fallen. Eine Urne, wohl Leder, lang stapelbar ist, versperrter Durchgang. Let's win. Dann schauen wir da wieder Kiste, 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 Tür. Eine Truhe mit einem Zahlenschloss. Mhm. Tja, noch kennen wir keine Kombination. Bist du eine kleine Ölflasche? Kann ich euch Items droppen, die ich nicht möchte? Verwerfen, ja, geht theoretisch. Eine Axt. Jawohl. Passt nicht in die Inventar. Was passt da nie ins Inventar? Was muss ich im Inventar haben, dass ich das mitnehmen kann? Braucht das mehr als einen Platz?
Ich versteh's nicht. Da habe ich mich gefreut, dass wir endlich die depperte Axt haben. Mit der Flasche. Unbekannter Inhalt. Gut, haben wir einen Gesundheitspunkt gekriegt. Kann ich jetzt die Axt mitnehmen? Fass dich die Nüsse da. Wie groß, wie viel Platz brauchst du, blöde Axt? Ich weiß auch nicht, ob es damit zu tun hat. Ich kann auch mit dem nichts machen. Weil ehrlich könnte ich. Wenn ich den mit dem kombiniere, hätte ich eh schon mal meine 6 für die eine Tür. Hey. Da ist Brennholz. Ja, super, Brennholz. Schau, Brennholz braucht voll viel Platz. Will ich nicht. Wie viel Platz braucht diese Axt? Braucht die hoch? So, geht sich jetzt aus. Ha! Finally! Man muss nur wissen, wie man sortiert. Bist du, das war jetzt eine schwere Geburt. Wir haben eine Axt! Ja, Mann! Sonnenbull haben wir auch nichts. Aber zumindest haben wir endlich mal eine Axt gefunden und Brennholz. Wir wissen zwar nicht, was wir mit Brennholz machen, aber Axt, damit können wir Kisten und Türen aufbrechen. Yes! Yes, 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 yes! Ja, Zahnschloss und schon wieder verflucht. Geht, dieses. Ungelenkt. Was ist das jetzt? Deine Füße sind schwer wie Blei. Ach, wir können. Ah. So, dafür können wir die jetzt kaputt machen. Ha! Pam! Das war's. Beides kaputt gemacht und nichts gefunden. Oh, das ist unlustig. So, wieder mal kurz heilen. So, beide unten, links, rechts, durch. Ha! Und da vorbei. Gehirschelt. Tilix, was bist du für ein Viech? Ein kleiner Goblin. Mhm. Ah, bei dem kann ich Sachen storen. Na bitte! So, ich habe keinen Plan, ob ich die jemals verwenden werde. Die tun wir da mal rüber. Zack. Noch wissen wir nicht, was wir. Noch wissen wir nicht, was wir mit Leder machen. Noch wissen wir nicht, was wir mit dem Sonnenstein machen. Noch wissen wir nicht, was wir mit dem machen. Ups, nein, die Uhr wollte ich nicht. Die Uhr wollte ich mir behalten. So. Gut, das mit den Schlüsseln. Ja, tun wir die Schlüssel auch einfach nur verschieben. Ein Shortcut. Ha, dachte ich mir noch. So. Hopsi. Passt. Haben wir ein bisschen zusammengeräumt. Pleasure have been yelled. Fortschrittsspeichern. Idealerweise ist da eine Luke. Jawohl, damit können wir jedes Mal jetzt hin und her reisen. So wie es uns gefällt. Das finde ich gut. Sehr schön. Na bitte, bringen uns die Luken doch ein bisschen was. Und wir wollen dahin, weil jetzt können wir dann die Stufen in die andere Richtung verwenden. Interessant, was da für ein Lukensystem geht. Ah, und Alchemielabor. So. Jetzt haben wir das Handwerkset mit. Zum Erstellen von Gegenständen. Und wir haben den Mörser. So, damit ist es unser Inventar. Aha. Mörser 5 mal Handwerkset.
Ah, und da sind wir jetzt. Na geh, mit 3. Na gehen wir gleich mal nochmal. Gehen wir gleich zurück, da hätten wir gleich so einen Dietrich-Griff machen können. Und schwarz im Keller gleich. Zack. So. Tilex, gib mir mal wieder meine. Hi. Meine paar Goldbahnen. So. Oder Messingbahn. Dann kann ich das verwenden und kann. Sanity Rezept, da habe ich keinen Plan, was er da will. Rezept für starkes Reinigungspulver. Mhm. So, das können wir machen. Dietrich Griff. Eins, zwei, drei. Dietrich Griff. So, und dann war doch auf irgendeiner Tür 6. Das heißt, wenn mein System aufgeht, dann würde ich sagen, um auf eine 6 zu kommen, müsste ich das und das kombinieren. Weil das ist 5 und Dings. Eigentlich müsste ich zuerst den nehmen. So. Zack. Zusammengesetzt. Und wir haben einen 6er Schlüssel. So, wo war das 6er Schloss? Ist jetzt noch die große Masterfrage. Ich glaube, das war auch oben. Da links oben. Also, Luke. So. Wie viel Öl haben wir noch? Ui, viel Öl haben wir nicht mehr. Ja. Ja, Kräutermischung können wir machen mit dem Mörser. So, war da nicht da unten eine Kiste, die ich kaputt machen wollte? Ich finde das faszinierend. Langsam macht das. Wie viele Aspekte in dem Game drinnen sind hier? Zack, Kiste kaputt gemacht. Komme ich da jetzt durch? Dann muss ich die zweite Kiste auch noch kaputt machen. Und eine Urne und Ammoniak, die Zeiger, Lehm und Ressource. Sehr schön. So, wir haben ja unsere Uhr auch mit. Aha, ich habe es jetzt verwendet. Und keinen Plan, was ich da. Ach! Einen Gesundheitspunkt wiederhalten durch die Uhr. Dann noch ein bisschen kaputt. That was everything. Dann geht's rauf. So, das war jetzt die Tür mit einer 6. That's strange. I knew how to solve this riddle. Ja, man. Ist jetzt mein Schlüssel weg? Aha, dadurch ist mein Schlüssel aber jetzt weg, weil ich habe ihn einmal verwendet. Schade, das heißt, ich brauche jetzt wieder mehr Stuff, um hier was Neues zu bauen. Dafür bin ich ein bisschen weitergekommen. So, und wir haben noch immer ein Ritualtisch. Mhm. Ich habe schon wieder keinen Platz. Na geil. So. Irgendein Ritual machen. Klingt schon wieder sehr spooky.
Schau mal. Kann ich es jetzt nehmen? Oder wieder kein Platz? Yep, jetzt kann ich es nehmen. Ein rituelles Pergament. Wir werden die alten bla 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 Anweisungen. Ein Vater muss den nachrichtlichen Weisungen verschlingen. Die Weisung wird von einem Sohn begonnen, der in den alten Tag gesprochen wird. Alles wird durch durchbohrene Herz und enttäuscht. Mhm. Zwei Siegeln und wir haben einen Dolch. Also irgendwo müssen wir ritualisieren und Notizen. Master Benjamin, your guest has arrived. Ah, right. Send him in, would you, Wilhelm? Ah, Mr. Craven. What brings us the pleasure of your visit? I won't be here for long. I am here to check up on our arrangements. Will you introduce him to it? Yes, yes. I will do it tonight. Just have to find a subtle way of bringing it up. The scriptures need to be read by Theodore alone. Our Lord is waiting for you. Do not disappoint him. Hm, unser Lord. Na gut, haben wir da auch wieder alles gesammelt? Ritualraum. Läuft. So, ich würde sagen, jetzt reisen wir noch einmal kurz in die Lagerhalle und dann ist wieder mal Zeit, um zu speichern und unsere Gesundheit zu riskieren. Aber ich finde, wir sind schon ein ordentliches Stückchen wieder weitergekommen. Also, wir haben Sachen kaputt gemacht. Türen, die ersten Türen geöffnet. Sachen hergestellt. Jetzt können wir schauen, kann man die Barrikade damit kaputt machen? Mit unserer Axt. Ich bin nämlich eigentlich neugierig. Nails. Yep, man kann die Axt nutzen. Oh, der Bücherschrank, da gibt es wieder Items. Habe ich das vorher noch nicht gelootet? Also diese Flüche dazwischen nerven, weil die halten uns ein bisschen vom Arbeiten ab. Und der Artikel Bastelrichten sind wir da, ich bin auch schon wieder voll. Dann gehen wir mal wieder unser Inventar storen, nachdem wir viele Items gefunden haben. Wollten wir eigentlich sowieso machen. Bevor wir festgestellt haben, dass wir die Barrikade kaputt machen können. Aber ohne Karte, hey, wäre ich da extrem aufgeschmissen. Die Villa ist riesig! Wer kann sich sowas leisten? Und wir können aber auch Öl, dachte ich mir, herstellen wohl nicht. So, was steht jetzt? Der Alchemielabor. Das haben wir eh schon. Aha. Wenig weiter, gut. So, dann lieber Luke, führ uns wieder zu unserem Freund im Keller. In den sicheren Raum. Lieber Tilix, open. Solange du brav alles für uns storst, finde ich das, ach, das heißt das Wasser, finde ich das sehr nett. Du kriegst von mir auch noch wieder einen Schlüssel. Dann die Kräuter wissen wir eigentlich auch nicht, was wir damit tun. Derweil den Lehm können wir auch nicht nutzen. So, dann Ammoniak können wir auch noch nicht nutzen. Wasser können wir eigentlich auch nicht nutzen. Leben können wir nutzen. Dann den Mörser, ja, probieren wir jetzt auch mal. Das Werkzeug sieht, nehmen wir doch mit, weil das Werkzeugen kann man immer brauchen. Das Öl werden wir auch eher immer brauchen. Das zwei von drei Teilen unseres Familienwappen, okay, das ist, da fehlt noch was. Dann, upsie, ja, ich wollte das eigentlich rüber tun. Dann fehlen uns da auch noch Items. Den Ritualtuch, glaube ich, brauchen wir auch noch.
Identifizieren werden wir brauchen. Die kleinen Schlüssel werden wir brauchen. Ja, und die werden wir irgendwo einsetzen müssen. Das könnte sein, dass wir die bald brauchen. Gut. Haben wir mal wieder unser Inventar ein bisschen zusammengeräumt. Wollten wir auch einmal speichern, einfach nur um unseren Fortschritt nicht zu verlieren. Und weiter geht's. Ich muss sagen, das Spiel macht eigentlich mir jetzt zumindest gerade, ich mag diese Sekunden, relativ viel Spaß. Mal schauen, welche Items wir noch finden. So, eigentlich wollten wir jetzt da. Haben wir den nächsten Bücherschrank. Ah, Reliquienschlüssel. Und. Ha, so ein Zufall aber. Zack, schon wissen wir, wo das drauf gehört. Und schau, können wir die Tür aufmachen. Wieder was gelernt. So, haben wir jetzt da. Und da ist die ganze Zeit Feuer, ist die Frage, wo der Dupe laufen wollen. Gehen wir einfach mal da rauf. So, Bücherschrank. Interesting. Ach, da war auch der Bücherschrank, ne? So. Super, und? Ich kann mit dem Buch nichts anfangen, dann nicht. Bei dem haben wir zumindest irgendwas gelernt. So, was haben wir da oben? Da haben wir wieder Licht. Ach, wollte ich die T-Shirt klicken. Die nächste T-Shirt. Die wir aufgezogen haben. So, dann gehen wir mal rauf. Mhm. Tierkreis. Schloss mit Tierkreiszeichen. Ich habe den Wunsch nach Wissen. Okay, Deutung des Animalseiten. Tiere, die die Deutung des Mondes verknüpfen. Tja, Tiere. Wissen. So, was denn? Sehen wir da irgendwo Wissen? Da steht Zeit, Zyklen, Psyche, Mond, Schatten, Intuition. Mond, Viecher, na. Okay, gut. Das einfach draufdrücken, tut uns weh. Gut, aber die Notiz da hat uns jetzt auch nicht viel gesagt. Ich dachte, ich habe da die. Tja. Gut, dann kommen wir da nicht durch. Weil Tierkreis. Aber wir wissen noch nicht, welches Tier wir aktivieren müssen für Wissen aus dem Tierkreis. Wir hätten vielleicht noch sonst ausprobieren können. Ich bin mir ziemlich. Ruhe, Halbmond. Gut. Geht's auch nicht durch. Dann nicht. So, dann Feuer. Schauen wir mal, ob wir da durchlaufen können. Ruhe, ne? Knapp. Aha, und das hinten brennt permanent. Ja, das ist wohl kein Weg. Gut. Dann gehen wir wieder woanders hin. Es geht langsam das Öl aus. Das finde ich nicht so nett. So, wir waren jetzt aber eigentlich schon unten. Im Keller. Und haben einige Items liegen lassen. Und das Brennholz. Das war die Kiste. Jetzt schauen wir rauf, hätte ich gesagt. So, da ist wieder Feuer. Da haben wir wieder einen Schalter.
mit dem wir das Feuer ausschalten können oder auch nicht. Ein Bücherstapel. Aha. Identifizieren. Ein Fotoalbum. Gesundheitspunkt erhalten. So, damit können wir immer kurz das Feuer deaktivieren. Und wieder Halbmond. Dann. Es war nicht so klug. So, dann haben wir wieder geheilt. Also mit dem können wir das immer deaktivieren. Da ist wieder ein Schalter. Upsi. Der kurz das Feuer deaktiviert, da muss man aber gleich loslaufen! Schön eine Truhe mit Halbmond. Überall dieser Halbmondgriff. Ah, das ist jetzt einfach so gegangen, gut. Da gibt es wieder Streichhölzer. Drei Stück. Upsi. Eine Urne. Noch eine Truhe. Oh, das nächste Wappenstück. Tisch. I crossed the lounge where my father was sitting by the fire, smoking a pipe. Son? I need to have a word with you. But father, come closer. With quivering steps I approached the chair, for I knew what he could do to me. Trust is a fragile thing, you know. Either you have it, or you break it. I stood there in total silence. I have given you a considerable amount of time to change your ways. I expect a modicum of respect in return. You're a man now, and it's time you took some responsibility. Social activities during the day is all well and good, but sneaking out after nightfall is very loose behavior for a man of your stature. Have you not heard a word I've said? He grabbed him by the arm and moved to reveal an empty bottle standing on the side table. Father, no, please. Stop twiddling around and come with me, boy. I remember him taking a faulty step and tumbling down the stairs like a cracking a sigh of fear. Okay, das nächste Siegel. Fortschritt. Haben wir irgendein Item sonst gekriegt? Na. Irgendwas ist da noch. Ah, noch ein Bücherstapel. Aha. Gesundheit. Kann man aussuchen, Lampe oder Gesundheit. Irgendwie. Jetzt haben wir dann. Oh oh! Fuck! Mhm. So schnell kann man einen Gesundheitspunkt verlieren, indem man nicht aufpasst, dass man da runterfällt und viel mehr gibt's da nicht. Dann gehen wir da wieder. So, da fallen wir einfach runter, weil es da keinen Boden gibt. Und Licht haben wir auch keins, durch die Tür kann man nicht durch. Da gehen wir wieder. So, da. Und da oben gibt es eine Tür. Und schauen wir mal, hat der Tür.
Jetzt kommt der Part, wo wir ziemlich viel rumrennen. Ach, das war das mit dem Feuer. Gut, da kommen wir nicht durch. Jetzt kommt der Part, wo wir wahllos rumrennen, weil wir gerade keinen Plan haben, welchen Ort wir als nächstes besuchen sollen. Weil ich würde sagen, wir gehen jetzt da runter und gehen nach rechts. Gehen mal ein paar Kisten kaputt machen. Eine Aufbewahrungstruhe, Reliquienschlüssel. Haben wir einen Reliquienschlüssel? Schatonschlüssel. Also ein Reliquienschlüssel. Ha, und wir haben wieder einen Dietrichgriff. Gut. Sehr schön. Dann können wir da wieder was zusammenbauen. Mit. Dann können wir wieder das kaputt machen. Wenn wir wieder bei einer Zahlentür vorbeikommen. Geradet, da sind wir nur oben nicht in den Garten gegangen. Okay, in den Garten dürfen wir nicht. Ah, die Bretter können wir jetzt da auch kaputt machen. Nail. So, und wir haben kein Öl mehr. Das ist blöd. Können wir nämlich mit nichts mehr gescheit interagieren, außer mit Türen. Ich hätte gern wieder Öl. Gib mir Öl, 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 Öl. Wir können uns da zwar ein bisschen drüber retten, aber nicht wirklich. Habe ich da jetzt einen Streich jetzt gekriegt und gleich wieder verändert? Nein, ich glaube, die Urne haben wir noch nicht. Mit der Urne haben wir nicht interagiert. Ich will mit der Urne interagieren. Schade, geht nicht. Irgendwas haben wir da jetzt kaputt gemacht. Jetzt werden wir relativ schnell unsere Streichhölzer aufbrauchen. Wieder ein nicht identifiziertes Buch. Den Elvis, da haben wir schon gesehen. Den Familienpriester haben wir auch schon gesehen. Ha, das Amphibienbuch. Na gut, jetzt wissen wir, was wir mit dem Amphibienbuch machen können. Aha. Und wieder ein nicht identifizierbares Buch. Und der nächste coole Wälzer. Und noch ein Podest. Zum Speichern. Ja, vielleicht sollten wir es wirklich wieder mal speichern, weil bevor wir da jetzt da all unsere ganzen Items aufbrauchen und die nicht mehr nutzen können. Was ist mit der Vitrine? Vitrinenschrank. Oh. Mhm. Tja. Ein Artefakt. This looks eldritch. Oh, ich bin hier tot. Tja, mit was sind wir jetzt verflucht? Relikte haben keinerlei Wirkung. Tja. Der nächste kleine Bücherhaufen. Tagebuch. Mhm. And I think that was it.
Gut, wir haben links haben wir den Geheimgang geöffnet und rechts gibt es eine normale Tür. Schauen wir uns erst die normalen Wege. My pride and joy is the knowledge acquired over the years. Elizabeth hasn't been fond of my obsession, but agreed as long as it was confined to this room. This library holds many tomes of knowledge from a vast array of civilizations and cultures. Haven't had the time to read them all. Wieder Protest zum Speichern. Zuerst kommt der eine, der zweite kam zuletzt. Dann wurde der letzte zum dritten und der zweite ist geringer als der letzte. Oh. Also zuerst kommt offensichtlich 1. Der zweite war am Schluss. Dann wurde der letzte zum dritten, also ist der 3 am Schluss. Und der zweite ist geringer als der letzte. Heißt für mich eigentlich, der letzte ist aber jetzt ein 3er und geringer wäre trotzdem was anderes. Das ist, vielleicht heißt das dann 4, 1, 2, 3. Aber noch wissen wir nicht was. Oder so, unbekanntes Exemplar. Interesting. Huh. Aha, wieder irgendwas. Habe ich noch eine? Nein, ich habe nichts Identifizierbares dabei. Mit einer Tischuhr. 29 stehen geblieben. Aufziehen, dann gibt es wieder ein bisschen Gesundheit. Eine Truhe. Und das ist der Schatonenschlüssel, der hier. Oh, identifiziere. Wurzel, Wurzel, Drink. Natürlich kein Platz mehr. Okay. Ein Schmuckstück. So, wir haben jetzt schon lange keine Luke mehr gehabt, darum kann ich nicht zurückreisen. Was ist mit dir, Anhänger? Heilst du mich wieder ein bisschen? Ich habe halt jetzt keinen Inventarplatz mehr. Das ist die Frage mit dem 1, 2, 3, 4. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Wie gesagt, der... Oh, Öl. Das ist wichtig. Ja, ich will es aber... Nein. Identifizier-Scroll. Vitrinenschrank. Reliquienschlüssel zum Öffnen. Oh, was bist du? Du. Den kann man mitnehmen. Kann man nicht nehmen. Kann man auch nicht. Ja, die anderen kann man gerade auch nicht mitnehmen, weil wir keinen Platz haben. Ah! Gott sei Dank, da ist ein. Was? Römische Ziffern sind additiv und substraktiv. System, bei dem Basiszahlen mit Hilfe von Buchstaben dargestellt werden. Für eine beliebige Zahl wählt man eine bestimmte Reihenfolge. 1 und 4 sind 5. 10 ist 1 und 0 und L ist 50. Mhm. Aha. So, Luke, wir müssen kurz unser Inventar entleeren im Keller. Wir haben doch keinen Platz mehr, Tilix. Ja. Gott sei Dank gibst du, gibst du uns Platz. So, den okkulten Ding wissen wir gerade nicht, den Dietrichgriff wissen wir nicht, welche Zahl wir als nächstes brauchen. Das Wappenstück können wir jetzt kombinieren mit dem. Die Wurzel wissen wir nicht, die können wir mal alle einlagern. Und da ist jetzt alle Schlüssel. Am besten verschiebe ich mir die Schlüssel nach unten, weil dann sehe ich sie gleich. So, dann haben wir
Schmuckstück. Dann haben wir da Lehm, dann haben wir da Suche, ich weiß nicht was. Was mit Suche und Münze auf sich hat. Aber Suche und dieses Ritualtuch, Dolch. Stehe mal da, dann haben wir die Schlüssel. Aha, die Linse ist eine Zutat. Das Warenschlüssel. Das Wasser können wir wieder einlagern. Dich will ich eigentlich identifizieren. Schmuckstück, Schmuckstück. Ja, keinen Plan, was wir mit den Schmuckstücken machen. Und das leere Gefäß. So, haben wir wieder ein bisschen zusammengeräumt. Come back anytime. Schauen wir wieder zurück ins Erdgeschoss, in die Bibliothek. More items, more items. So, da gibt's Buch. Und ich bin wieder verflucht. Umgekehrt, super, jetzt laufe ich verkehrt rum. Gut. Da gibt's Vitrinenschrank. Aha. Mit einem Identifikationsset. Identifiziere. Das nächste Schmuckstück, Falkenschmuckstück. Noch keinen Plan, was wir mit den ganzen Schmuckstücke tun werden am Ende des Tages. Öl ist mal ganz wichtig. So, zack, damit das Öl mal nachgefüllt. Noch eine Truhe, noch ein Identifikationskit. So, noch ein Schmuckstück. Keinen Plan, was wir mit den ganzen Schmuckstücke machen. Sage ich ganz ehrlich. Aber wir haben auch mal jede Menge. Da gibt es noch einmal Buch. Super, das ist leer. Dann nochmal Buch. Oh, Video. Na, doch, unheimliches Buch. Unheimliches Buch sagt Identifikationsset. Yes, was brauchen wir dafür? Leder, Holzgriff, Linse. Na bitte, jetzt können wir das auch herstellen. Und das Sanity-Rezept braucht... Ah, das braucht irgendwelche vier Gegenstände, irgendwelche vier Schmuckstücke. Aber das schaut noch unterschiedlich aus. Also zumindest diese Knolle ist da dabei. Das können wir dann vielleicht mal nach dem nächsten Mal speichern ausprobieren. Hallo Anhänger. Irgendwie so schön gekriegt, nicht identifiziert. Buch der Kryptologie. Aha. Und wieder irgendwelche Symbole. So. Nochmal nicht identifizierbares Buch. Regel wieder alle. Identifizieren. Aha, ein Buch, das wir wieder nicht nutzen dürfen. So, was können wir noch? Da habe ich nicht alles mitgenommen. Schatulenschlüssel. Schatulenschlüssel. Und einen kryptischen Gegenstand, den wir identifizieren müssen. Protest, Protest, Anthony, Protest. Zuerst kommt der eine, der zweite kam zuletzt, dann wurde der letzte zum dritten und der zweite ist geringer als der letzte. Zuerst kam der eine, das ist eins. Das zweite ist quasi am Schluss. Der letzte wurde zum dritten. Der zweite ist geringer als das schon wieder nicht, das ist zwei. Wenn es eins, zuerst kommt der eine, zwei,
Weil das stimmt nicht, weil der zweite ist geringer als der letzte. Das stimmt nicht, wenn es 1, 3, 4, 2 ist. Da habe ich noch irgendeinen Denkfehler, weil ich sage, das ist der erste. Was ist nochmal? Der erste. Der zweite. Bitte und der zweite. No. Dann war das falsch. Na, unser. Der Fluch hat aufgehört. Sehr schön. Kartentisch. Expedition. Forever rocking and tossing. Das dürfte wieder ein Hinweis sein auf etwas. So, ich hoffe, da haben wir jetzt alles eingesammelt. Irgendwie checke ich das Rätsel wohl gar nicht, ne? So. Zuerst kommt der eine, der zweite kam zuletzt, dann wurde der letzte zum dritten. Also ich sage jetzt einmal, 4-2 ist der Schluss. Weil der zweite kam zuletzt, dann wurde der letzte zum dritten. Ist 4-2. Der zweite ist geringer als der letzte, also 1, und damit müsste es 3-1-4-2 sein. Probieren wir das einmal. 3, 1, 4, 2. Nope. Hm. 1, 3, 4, 2. Na. Schade. Was ist die Frage, was ist der erste, der zweite, der dritte? Wohl nicht das, was ich mir gerade gedacht habe. Schade irgendwie, da gibt es eine Tür. Lock, da kann man nicht durch. Na geh! Was ist mit der Bibliothek da? Müssen gehen. Im Protest liegt ein Geheimnis. Ein Satz ist hervorgehoben. Übersetzt heißt es: Zuerst kommt der eine. Der zweite kam zuletzt. Dann wurde der letzte zum dritten. Der zweite ist geringer als der letzte. Ich verstehe es nicht. Next! Meine Kombinationsmöglichkeiten. Wäre ich auf 3142 gekommen. Aber das ist es wohl nicht. Also schauen wir uns dabei andere Türchen an. So. Wieder Vitrinenschrank. Was können wir da reintun? Ein Schmuckstück? Nein. Keinen Plan, wie man die Schatulle. Oh. Warum der Vitrinenschrank nicht mag. Aha. Da kann man irgendwas reintun. Das ist wieder fast keinen Platz, hey. War nicht sehr erfolgreich. So, müssen wir nochmal in den Keller gehen. Und nochmal ausladen. So, und zwar haben wir da den nächsten, den, den, den.
den mich noch identifizieren, das brauchen wir mit. Wenn wir möchten wissen, was man für einen Schlüssel braucht, dann brauche ich das nicht mit. Da fehlt uns auch noch irgendein Item. Gut. Die müssen wir irgendwo einsetzen. So, dann haben wir gesehen, für die Rezeptur brauchen wir das. Also 1, 2 Leder. Ring des Todes. Sehr schön. Wir haben uns gerade selber umgebracht mit dem Ring des Todes. War wohl nicht so klug. Ah, das wollte ich nicht, die wollen. Die brauchen wir doch vielleicht noch. Tja, dann tun wir den Ring des Todes mal eher archivieren. Wenn er uns umbringt. Gut. Weg. Wieder rauf. In das Erdgeschoss. In die Bibliothek. Wissen wir schon wieder nicht, was wir machen können. Ich bin mein, dass wir in einen. Ha, das war's. So. It's locked. Halbangriff. So. Hallo spooky Kreatur. Leder. Anhänger. Niemand weiß, wer es ist. Stinkende Schildkröte. Krötenmann. Aha. Gesundheitspunkte erhalten. Eine Kröte, mit der wir nicht wissen, was wir damit tun sollen. Außer sie immer mal fressen oder so. Also Ressource. Gut, da oben geht's nicht weiter. Dann gehen wir nach unten. Jetzt haben wir wieder Licht. Licht. Wo geht's da jetzt weiter? Da ist die Tür. So. Ja, da habe ich eh schon alles erleuchtet. So. Jetzt können wir die Urne reinschauen. Nehmen wir auch alles mit. So, dann. Das, die Türen unten erkennt man ganz ehrlich nie. Oh oh. Schlange. Also sagt Schlüssel. Druckplatte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Puh! Hey, aber das war schon sehr tricky. Aber wir haben wieder ein Ziel geschafft. Gut. Gut so.
So, wohin jetzt? Ah, da unten gibt es noch Resources. Sekretär. Aha. Reinigungspulver. Holzgriff. Ah, das steigt noch immer, dass ich was nehmen kann. Aber wohl nicht. So, da Bücherschrank. Items auch gelootet. Und die Tür links kann man nicht durch, weil. Sonnensymbol. Mhm. Gut, jetzt kommen wir da rechts nicht durch, weil ich zu blöd bin für die Bibliothek. Dann bleiben wir da und gehen da geradeaus rauf, wenn sich das ausgeht. Gehen wir da durch. Ja. Da waren wir auch noch nicht. Wieder ein neuer Raum. Oh. Hallo? Irgendein komischer Typ, der einfach mal so vor mir steht. Ich schau mal aus, streiche jetzt einmal genug, machen wir Licht. So. Eine Uhr. Dann kann ich nichts machen. Bücherregal. Nix. So, was gibt's da sonst noch? Da hinten gibt's was zum Cabinet. Messingbahn. Und Tür. Wieder ein Podest. Speichern. Bücherschrank. Urne. Nehmen wir auch alles mit. Schaut so was da. Na, und dann gibt es da eine Abkürzung rüber. Ha, da waren wir schon. Platte. Bauen wieder eine neue Platte. Bin wieder voll! Und will aber da jetzt nichts eigentlich da wegtun. Aber wir brauchen die Platte sicher wieder für irgendein Rätsel. Hm. Schauen wir mal, vielleicht können wir da noch irgendwo eine Abkürzung freischalten. Merken wir uns mal, dass unten eine Platte war. Weitermischung, Streichholz, nochmal gleich Licht mit Streichholz, zwei Türen, eine komische Hand, Uncanny. Hand aus Wachs, Weisheit und Macht durch die Einheit von Mars und Jupiter. Keinen Plan, was Mars und Jupiter gerade für Finger sind. Das klingt auch wieder nach einem interessanten Rätsel, auf das wir vielleicht noch nicht alle Hinweise haben. Oh! Grusel! Wo sind wir jetzt? Im Folterkeller oder wie heißt das da? Dezipula-Raum. Mhm. Das ist wieder eine Tür, die ist blockiert. Und Anhänger im Käfig. Ich bin durstig. Ich würde dir gerne Wasser geben, aber ich habe jetzt gerade keins mehr mit, weil ich ja mein ganzes Wasser weg dann habe. Sterbe ich da? Wenn ich im Griff ziehe? Wahrscheinlich. Chiffrentür. Mhm. Mit einem Chiffren-Schriffenschuss. 618496. Mhm. Wir haben keinen Plan, welche Chiffre was bedeutet. Gut. Ich glaube auch nicht, dass wir da gerade durchfallen. Was auch immer die Chiffre bedeutet, wir haben doch schon irgendein Item gefunden gehabt. Liste mit kryptischen Symbolen. Aber da ist nur bis 6 drauf. Hm.
Gut, bei der Hand wissen wir auch noch nicht, was wir machen sollen. Bin mal vorsichtig. Was ist? Gut, Truhe. 60. Das heißt, wir können da mal wieder zusammenbasteln, wenn wir wissen, wie wir 60 aus unseren Schlüsseln basteln, vorausgesetzt wir haben sie. Schriftrolle. Noch mehr Notizen. Eine Uhr. Die hat wieder mal keine Zeiger. Kannst du sonst so machen? Uhr ohne Zeiger. Dann in der Mitte haben wir jetzt gerade das Wachs. Dann haben wir da eine Truhe. Mit 60. Und ein Bücherregal. Die Frage, was ist da für ein Bücherregal? Du hast mir keinen Hinweis gegeben. Na gut. Das nicht. Das Buch der Botanik. Mal da einordnen. Yes! I like it! Aber man merkt so ein paar kleine Bugs noch, weil eben, sie haben uns jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt eigentlich gerade ein Botanikbuch einsortieren möchte. Wow! What? Strange Parallel World. Hello! It begins and ends. It reveals itself when all hope has been lost. What is there that always embraces you? What is always there before and after the light? Who are you? Consummation. Inevitability. Humans call it time. What am I doing here? You are the catalyst, bringing our worlds into one. Elizabeth, what do you want? The end. Aha. Bin wieder zurückgekommen. Das nächste Halbmond. Gut, da kommen wir jetzt auch oben nicht durch, da 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 nicht durch. So, langsam in die Optionen. Da ist noch eine Tür, durch die wir nicht durchgegangen sind. Also. So, was will er schon mit der Gottler-Relikte? Haben keinerlei Wirkung, ja. So, der kürzeste Weg ist jetzt rechts runter und links. So, wo ist die Tür? Weiter unten. Und da gibt's auch. Irgendwie kann ich jetzt auf einmal nicht mehr mehr. Hat mein ganzes Öl schon verbraucht. Das heißt, na geh. Na geil, schon wieder das ganze Öl weg. Ich habe zwar keinen Inventarplatz für Öl, aber mein Öl ist weg. Da waren wir doch eh schon, das war das Gartentüdel, wo wir nicht durchgekommen sind, oder? Na geil, jetzt kommen wir auch wieder nicht durch. Ah. So. Schauen wir einfach mal den ersten Stock, würde ich sagen. Fleißig, wie wir da miteinander rennen. Mit dem Buchprotest eigentlich nach wie vor. Ach, da können wir speichern.
Gut, tun wir mal wieder speichern. Haben wir gerade wieder 11. Fast irgendwann weitergeht. So. Warum kommen wir da wieder nicht durch? Weil. So, also Pol. Gut. Ohne Öl bringt uns halt wenig. Und das ist der Papa. Ah, Öl. Eine Tür, noch eine Tür, Bücherstapel, nix. Fangen wir bei der untersten Tür wieder an. Hi, Stacheln. Was? Oh, fies. Barrikade. Barrikade weg. Schlüssel 4, so. 4 werden wir gerade noch zusammenbringen, zeige ich jetzt mal. So, uns fehlt aber noch immer eine Luke. It's locked. Geschlossen. Ah, da waren wir schon mal. Das tut uns weh. Passt wieder nicht ins Inventar. So, wo ist denn da jetzt die nächste Luke? Bin schon wieder scharfsagert. Brauchen wir für eine Truhe. Eine Schatulenschüssel. Oh, ich habe den Halbmondschlüssel. Dafür habe ich zwei Schatulenschlüssel gebraucht. Not so nice. Frage, ob ich den jetzt nur einmal nutzen kann oder öfters. Aber Protest, Protest, Protest. Sekretär. So, 4 war auf dem. Ich schreibe jetzt auf 4, was sonst vergiss ich's. Einmal 4 müssen wir zusammenbasteln. It's not going to move.
Tja, wir haben leider keinen Schatulenschlüssel mehr. Da fliegen einfach Bücher hin und her. Yes! Der zweite Standort von ihm, na gut. So, bitteschön. Archivier. Salvis machen wir noch nicht ganz so tun. So, das tun wir noch rüber. Wir brauchen einmal 4, also Schlüssel. Und das. Und so, einmal einen Schlüssel Nummer 4. Und was brauchen wir sonst noch mit? Einmal Wasser hätten wir gern gehabt für den einen, wo auch immer der war. Mönchemönch. Und that's it, from my perspective. Pleasure have been yelled. Truhe speichern, abkürzen. So, jetzt räumen wir gleich oben weiter. Fahren wir da wieder durch die Stacheln. Ne, Rehengriff. Dieses Leuchte, wo man nicht wissen, was das macht. Ammoniak. Ah, das ist da, wo ich runtergefallen bin schon mal. Schaut schon wieder sehr danach aus, als ob uns das wehtut, wenn wir darüber gehen. Ein Nickerchen, Gesundheit. Da, damit haben wir das auch ausgelotet. Kreis der Auslöschung. Missing Barn. Arme Kreatur, die da umeinander liegt. Wieder gelootet, was geht.
können wir da wieder gehen. Das heißt, wir wollen jetzt runter und nach rechts. So, ja, na da. Kann ich über die Balken balancieren? Schaut so aus, haben wir wieder was gelernt. Man kann über die Balken balancieren, dann falle ich nicht runter. So, viel Leben haben wir nicht mehr. Also, Leben und Tee. Beruhigt. Den nächsten lustigen Raum gefunden. Kleiner Koffer. Strange. Ein Brief. Gesundheit. Garderobe. X. Truhe. Kartonschlüssel. Habe ich leider keiner mehr gleich. Schriftrolle. Haben wir auch schon mal gehört. Ne, geh, Sonnensymbol. Was? Ich hab doch kein Sonnensymbol. Ich will ja darüber. Gut, Superstar wieder zurückbalancieren. Fick dich. Müssen wir da rauf gehen? Ich will aber gar nicht drauf gehen. Ich will ja eh runter. Ich will das in Vierer. Die Vierertüre nutzen. Jetzt haben wir doch so schön die Vierertüre vorbereitet. Nicht lass die Hauen, so. So. Jetzt haben wir die ganzen Bahn rüber. Das wissen wir noch nicht, das wissen wir auch noch nicht. Die kann weg, der kann weg, der kann weg. Den Tee nutzen wir vielleicht gleich, wenn wir Gesundheit brauchen. Passt. Nur wieder zusammenkramt. Und jetzt nehmen wir aber die Luke irgendwo anders hin. Tja, da unten war schon was auslassen. Dann gehen wir halt dahin. Die Truhen spawnen offensichtlich von selbst immer wieder mal, weil die haben wir sicher schon ein paar Mal jetzt gelootet. Schwevel. Dann schon wieder kein Öl mehr. That smell. Nothing you would want to set your teeth in, that's for certain. A kitchen for another purpose than to please the senses.
This smell I will never forget. This looks odd. This looks odd. Oh, wir haben wieder eine Luke gefunden. Luke! Wow, so wieder sie. Passt wieder nicht. So schnell ist mein Inventar wieder voll. Hey. Raum, Inventar entladen. Hello? So, da haben wir gerade. Das muss ich ja alles merken, wenn man sich gerade da um begibt. Da gibt es einen Mörser. Da gibt es eine Truhe. So, jetzt dürfen wir da. Da gibt es eine Kiste. Jetzt dürfen wir da wieder balancieren, hey. Gott sei Dank haben wir die Axt dabei. So, Rezept. Eintopf. 2,5 Salz, 1 Schüssel Azo, 3 Flaschen. Aha, also Salz brauchen wir wohl noch für die Küche. Und wieder mal ein nicht identifizierbares Buch. Kochbuch. Schokoladekuchenrezept. Gut, das geht dann. Feuer, weg, Feuer, Feuer, Feuer. Oh je. Tod, 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 wiederbeleben, ein Gesundheitspunkt. Indem ich kein Öl habe, bleibt mir nichts anderes über. Gibt da eine Urne, Leder und viel mehr gibt es da jetzt auch nicht, weil ich kein Licht habe. Also flüchten wir! So, dann laufen wir da runter. Und sind gerade noch in Sicherheit. So, dann springen wir in unseren obersten Stockwerk. Liefern noch unsere Items ab für heute. Mit das Leder. Was gibt's da? Oh, Öl gibt's da. Sehr schön. Und wir haben wieder ein Podest. Und na, ich will beim Podest speichern. Schon wieder verkackt. Okay, warum darf ich jetzt nicht speichern? So. Ja, geh mal in einen anderen Sicherheitsraum im Keller, ist mir ja wurscht. So. Protest. Speichern. Einmal Gesundheit ergeben. Perfekt! Wir haben unsere 2 Stunden nämlich für heute wieder mal erreicht.
Ja, Westmark Manor. Also es ist ein Storyline-mäßig noch nicht so ganz klar spooky Titel. Das Rumrennennetz war halt einfach das Schloss erkunden, Rätsel lösen, Items sammeln, kombinieren, weitermachen. Also ein Resident Evil Light, weil wir müssen nicht wirklich kämpfen, haben immer diese Gesundheit im Überblick, damit wir nicht sterben, und unser Licht. Also so ein bisschen psychedelic. Westmark Manor seit 18.06.2020 verfügbar von Notbrim Interactive, einem Studio aus Schweden. Damit war es heute auch schon wieder mit unserem Indie-Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, schreibt uns auf unsere Social-Media-Kalender, lest unsere Reviews und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf euer Feedback und sehen uns spätestens nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt Volume Games Indie-Dienstag. Bis dahin immer schön laut bleiben. Ciao, bis zum nächsten Mal. A mournful titillation spread through my mind. Pathways twisting and turning. The place did not look the same as I remembered, as if death itself had visited. Billowing wisps of damp air filled my lungs as I took in the familiar yet haunting atmosphere. I thought to myself that this may look and feel like fragments of the Westmark estate, but it is not. The scriptures need to be read by Theodore alone. Our Lord is waiting for you. Do not disappoint him. Forgive me.